Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Staffel und einer neuen Folge natürlich mit unserem Victoria 3. Ich habe jetzt ein bisschen lang hin und her geschaut, was man denn nehmen könnte, nachdem ja unser Spielstand hier mit Siam, wo haben wir wieder Siam, da irgendwo leider nicht mehr lautbar ist. Das ist wirklich zu schade. Und da habe ich mir gedacht, okay, Ägypten vielleicht wäre auch was. Aber was vielleicht ganz nett wäre, ja mal zu versuchen, die Schweiz. Versuchen wir einfach mal die Schweiz. Und dann schauen wir mal, was in der Schweiz so los ist. Okay, als allererstes gehen wir mal hier rein und schauen mal, was man denn forschen könnte. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit intensiver Ackerbau. Das machen wir mal als erstes. Dann schauen wir mal hier rein. Unproduktive Handelsrouten. Okay. Okay, das ist natürlich nicht schön. Dann haben wir hier noch was drin. Da machen wir Miese, den nehmen wir mal raus. Und Getreide. Getreide nehmen wir auch raus. Wein passt. Und Feuerwaffen passt auch. Okay. Ungenützte Bauproduktion ist klar, weil wir bauen ja nichts im Moment. Lassen wir mal hier kurz laufen. Schauen wir mal, 2300. Haben wir hier Plus. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Okay. Da haben wir das hier. Da haben wir ein paar Sachen, die sich ausbreiten. Werden wir noch sehen. So, und wie schaut es jetzt aus in der Politik? Die Regierung ist umkämpft. Wir haben nur die Landwirtschaftspartei im Moment drin. Die anderen sind im Moment nicht so toll drauf. Nur Landbewohner sind plus 4. Okay, mit 30%. Das werden wir noch sehen. Karl Friedrich Tschaner, was ist das für einer? Beliebter Befehlshaber. 64 ist er schon, ein vorsichtiger Typ. Okay, Gesetze. Okay, das wollen wir eigentlich jetzt nicht. Die Grenzen schließen. Ja, Verbrauchsteuern. Nee, wir wollen auch nicht subventionieren. Gut, dann würde ich einmal sagen, dann lassen wir das so. Ja, Bildungszugang, das ist natürlich schon mal super. Und das ist mehr oder weniger von der Kirche aus. Schauen wir mal, wo denn das hier ist. Das wäre doch dann eine Bildung. Ja, ich finde es jetzt auf Anhieb nicht, wo hier wieder die Bildung ist. Ach, Kirchenschulen, da haben wir es. Da haben wir es, das ist aktuell. Ja, natürlich mal öffentliche Schulen, gut, okay. Wie schaut es mit Metall aus? Ein paar Zölle kriegen wir. Auch nicht so viel Gelddruck, kriegen wir ein bisschen was.
Luxuskleidung steigt natürlich und Luxusmöbel auch. Okay, 108.000. Dann würde ich ja mal sagen, schauen wir mal in den Markt rein. Okay. Holz. Holz ist natürlich hier relativ, also die drei Sachen sind natürlich die teuersten. Ich lasse das hier mal ganz, ganz langsam weiterlaufen. Und dann schauen wir mal, was wir denn hier überhaupt an Ressourcen hätten. Ja, Blei. Eisen, Kohleminen. Die haben wir wahrscheinlich noch nicht. Schauen wir mal hier rein, was denn die Leute so brauchen. Der Getreide ist hier relativ teuer. Okay. Vielleicht könnte man als allererstes einmal hier mit Roggenfeldern starten. Schauen wir mal, wie lange das dauert. 34 Wochen. Aber wir bleiben im Plus. Das ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall gut, weil ich wollte mal ein bisschen vorsichtig hier angehen. Mal schnell, ja, da hat sich nicht viel getan. Jetzt kommt Agrarismus. Bin ich ja jetzt nicht so begeistert. Entschuldigung, musste mich kurz räuspern. Okay, lass mal weiterlaufen. Schaut jetzt da aus. 1200 Radikale, aber viele Loyalisten, 615. Aber die steigen auch langsam. Aber sicher. Ich sag, machen wir einen kurzen Schnitt, bis das hier fertig ist. So, jetzt sind wir schon fast durch. Schauen wir mal, wie es denn hier steht. Den Roggenfeldern. Ach, da gibt es auch Spirituosen. Okay. So, schauen wir hier mal, was sich da tut. Was du, ey? Was ist denn da los? Josef Franz Karl Amrin und hat Emanuel von Muckrien zu einem Duell bis zum Tod herausgefordert. Ja, was sind das für welche? Okay, der Czarner ist der Kanzler. Also wie ich mir das denke, sag mal doch, wir sollten das aufhalten. Das sind wahrscheinlich vor hier irgendwelche, die uns eigentlich jetzt verhältnismäßig wenig interessieren. Tut sich jetzt was?
vielleicht ein bisschen Spirituosen mal weniger hier. Ja, jetzt sinkt der Preis hier wieder. Auf ein verträgliches Maß. Okay. Okay, da bin ich zufrieden. Genau, die machen auch Spirituosen, sind ein bisschen teurer geworden. Aber auch nicht so dramatisch. So, dann vielleicht Holz. Holz wäre auch was. Spiritosen sind teuer geworden. Fleisch ist billiger geworden. Schauen wir mal, wie schaut es denn aus mit Holz? Holzfällerlager. Okay, in der Ostschweiz haben wir bereits eins. Sollte man hier auch einmal eins machen. So, wie schaut es jetzt aus? Bleiben wir im Plus. Ja, wir sollten natürlich dann früher oder später auch einmal schauen, eine richtige Bauwirtschaft hier anzulegen. Bausektor. Oh, das wird natürlich 3000 kosten. Das ist schlecht. Schauen wir mal da rein. Da fehlen uns die Werkzeuge. Da wird natürlich dann Fleisch wesentlich billiger werden. Da haben wir jetzt noch 90. Können wir denn sogar Reis hier anbauen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nur Roggen und Vieh. Bei den Ressourcen. Können wir hier in der Westschweiz Kohlen abbauen? Okay, steigt ganz, ganz langsam. Ist klar. Aber das ist schon gut so. Können jetzt einmal nicht die Kohle raushauen ohne Ende. So, schauen wir noch mal hier in den Markt rein, in die Handelsrouten. Export können wir nicht. Okay, und Import eigentlich auch nicht. Okay, da sind wir leicht im Plus da auch. Okay, das passt, wurde gegründet. Eingesetzte Verwaltung beschließen.
Bürokraten werden eingesetzt, werden von Herrschern eingesetzt, um im Ausgleich für hohe Löhne vor allem an das Wohl des Landes zu denken. Okay. Wer will das? Die Intellektuellen und die Kleinbürger. Gut, Kleinbürger sind wahrscheinlich noch hier nicht mit drin. Dann schauen wir mal, ob man hier irgendwas machen könnte. Was war es wieder? Eingesetzte Verwaltung. Okay. Jetzt haben wir Erbverwaltung. Minus Bürokratiekosten. Okay. Wer da begeistert, auch wieder nur eine Interessensgruppe. Die Intellektuellen. Die Grundbesitzer wären dagegen. Eigentlich im Moment noch keine Chance. Würde ich einfach mal so sagen. Okay, intensiver Ackerbau ist freigeschaltet. Okay. Schauen wir doch einmal. Aber Dünger haben wir nicht. Ja, da wäre natürlich Getreide spottbillig. Aber das könnte man doch eventuell machen. Oder vielleicht nur in einem Bereich. Intensive Weidewirtschaft. Wird's Tuch noch billiger? Dünger billiger? Das Getreide brauchen wir ein bisschen mehr. Aber das könnte man mal hier umstellen. In die Forschung schauen. Schauen wir mal beim Militär rein. Weil früher oder später brauchen wir da auch was. Okay, Trockendocks, da haben wir ja noch gar nichts. Hier auf Logistik. Plus 20% einberufbare Bataillone und dann schauen wir beim nächsten Mal in der Gesellschaft weiter. Uff, da haben wir die erste Folge hier mit der Schweiz hier schon wieder rumgebracht. Es ist, wie halt das Spiel so ist, ich würde nicht sagen mühsam, aber es ist halt langsam. Es ist kein Spiel, wo hoppla hopp Riesenerfolge innerhalb von 10 Minuten zu erreichen sind, sondern das dauert. Ich hoffe, euch macht es aber trotzdem Spaß. Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen heiß,
auf die nächste Folge und hoffe mal, ihr seid wieder mit dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.